Hallöchen und damit ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge OMG 2. Jo, schön, dass ihr eingeschaltet habt an diesem schönen Freitag am 17.02. Also heißt es auch, dass quasi auch dieses Video für euch heute erscheinen wird. Und wir werden heute mal gemütlich eine Runde im neuen Betrieb fahren. Im Betrieb Niedersachsen-Mitte. So, genau. Wir haben nämlich heute schon unsere Linie schon bekommen. Die 247, wie gesagt, die Menzlerstraße, Buer Rathaus. Wie gesagt, umgekehrt. Und wir haben auf jeden Fall knapp 12.600, die wir noch abfahren müssen, um den Bus komplett bezahlt zu haben. So, genau, und da sind wir auch schon. So, ihr Lieben, da sind wir schon. Hoppala. Und das müssen wir gerade noch schnell die Linie eingeben. Eins. So, Klimaanlage haben wir schon alles eingestellt. Das war ja damals das große Problem quasi gewesen, dass ja die Klimaanlage unbedingt funktioniert hatte. So, genau. Wir fahren heute die Linie 247 Richtung Gladbeck. Menzlerstraße und dann wieder zurück zu Buer Rathaus. Hab da noch ein bisschen was zu erzählen. Und freue mich dann auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. So, Kollege, du darfst fahren. Weil ich werde nicht ewig auf dich warten. Mach mal das Getriebe rein, den Gang rein. So, dann darf es eingestanden. Schon mal losgehen. So, dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge, ne? Schauen wir, dass wir noch kleine Startplatz kommen. Ja, ich bin seit jetzt einer Woche jetzt mit bei Niedersachsen mit dem Busbetrieb. Ich bin natürlich auch bei der Stadtverkehr mit drin. Nur, wie gesagt, möchte ich auch mal ein bisschen mein Spektrum erweitern und hoffe natürlich, dass ihr auch Spaß an dem Ganzen habt. Leider ist es so, dass die letzte Woche die ganzen Aufnahmen bei mir etwas komisch geworden sind. Damit wären wir eigentlich schon beim Thema. Warte mal, bis die Fahrgäste mal drin sind. Ja. So, was geht? Oh, moin. Einmal Preisstufe A, Schüler bitte. Bitteschön. Nächste Haltestelle, Gelsenkirchen-Wehrrathaus. Wow. Das war dann noch gerade, dass noch welche mitkommen. Ja, also wie gesagt, die Aufnahme für heute ist quasi aus dem kleinen Update, was die Videos betreffen. Ich werde sie mir nächste Woche auf jeden Fall noch ein bisschen angucken. Jo. Nochmal über ein bisschen überarbeiten. Allerdings habe ich jetzt auch die letzten Tage für den Stream mal Grepo noch den Skin für den ETS 2 angefangen. Also da war auch ein bisschen Arbeit da drin. Deswegen habe ich auch in den letzten Tagen nicht wirklich so viel streamen kann. Weil irgendwie müsst ihr auch da mal die Videos geschnitten haben. Mittlerweile komme ich auch mit der schönen Klimaanlage da klar. Ist leider so, dass du die Temperatur mit dem Wind oder wie gesagt mit dem Bläser runterstellen musst. Es läuft leider nicht so automatisch, wie es hier eigentlich eingegeben ist. Aber dennoch, also ich drücke hier einmal aufs Gebläse
lass es bis 20 Grad oder 16 Grad, je nachdem wie es halt ist, auf und dann bei 20 Grad schalte ich dann komplett meistens ab. So. Alle drin? Alle da? Du weißt aber schon, dass wir jetzt noch fahren müssen, ne? Also. Dann wollen wir mal. Von der Beschleunigung her ist er eigentlich richtig gut drauf. Also wie gesagt, ich habe mir den Bus extra geholt, um damit ein bisschen zu fahren. 12.000 haben wir noch abzufahren. Aber ich denke, für so einen Freitagdienst ist es eigentlich mal gar nicht mehr so schlecht. Und wie gesagt, die Entfernung der KI habe ich extra schon ein bisschen weiter eingestellt, aber es passt. Nächste Haltestelle. Meiner Seite auch schon. Freiheit. Jo, die Freiheit. Ja, wir haben auch, wie gesagt, Freitag. Das heißt, die Woche wird auch mal eine neue Hardware kommen und das neue Projekt mit drüben wird auch dann erstmal technisch eingerichtet. Zwei neue Webcams, ein Kabel extra für die eine Webcam von drüben an meinen Stream-PC anzuschließen. Wird eigentlich sehr lustig, sage ich mal. Und so, was gehen wir mal finden? Das mir mal. Ja, das war nix. Das war nix. Dass wir ein wenig ja, mit drüben anfangen. Wie gesagt, das, was ich halt groß angekündigt habe, langsam auch umzusetzen. Wenn wir Samstag einfach mal gemeinsam haben und einfach eine Webcam für die Frontansicht einfach mal wegen dem Stream mal wieder was zu haben. Und ja. Ich freue das auf jeden Fall. Heute Morgen sind auch sogar noch die Waren von Pavel bekommen. Also wie gesagt, könnt ihr mal gerne bei ihm auf dem YouTube-Kanal vorbeigehen. Ist bei der Osata der Titelbeschreibung mit drin und ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn wir irgendwas bestellen können, weil diesmal war es richtig groß. Wir haben damit fast sein ganzes Sortiment durch, also ein paar Backwaren kriegst du quasi nur Season bedingt, jetzt wie Karneval oder so, aber das freut mich. So, und dann wollen wir mal. Also ihr seht auch, 18,8 oben bleibt es so wie es ist. Schauen. Und auch. Hi, hi. Meine ganzen AI-Leute kommen wenigstens. Bei dem Bus ist das Schöne, du kannst die Zeit, was du dafür noch hast, gut einteilen. Nächste Haltestelle, Königswiese. Genau, ich hatte nämlich die KI noch ein bisschen weiter runtergedreht, weil, wie gesagt, im Stream habt ihr es ja mitbekommen. Wie der ein und andere schon so, oh, was fährst du da durch? Ich habe gesagt, ja, ey, wir müssen ja auch die Zeiten einhalten. Aha. Also, wie gesagt, Mick, an sich der Bus gefällt mir richtig gut. Natürlich habe ich vor, den auch noch ein bisschen zu repainten. Leider gibt es mit dem Linienverlauf, quasi mit diesem Kassensystem hier oder mit der E-Box, wie man so schön sagt, mit Ruhrgebiet ein paar Probleme, die da schon ein bisschen, ja, versucht zu ein wenig zu umgehen. Aber leider gelingt mir das nicht immer. Und deswegen bin ich schon froh, wenn das Ganze endlich mein Glück mal funktioniert. Den Informatiker da mal anfangen zu können. Zumindest die Grundausbildung. So, genau.
Hallo. Ja, gerne doch. Hallo. Tag. Tag. Moin, moin. Wir gehen jetzt für eine kurze Fahrt. Gerne. Jo, Mann. Dankeschön. Bitteschön, Manni. Aber heute schön artig sein. Na, mal gucken, ob das überhaupt macht. So. Genau. Also, könnt ihr euch auf einiges gefasst machen. Ich hoffe, dass ich für am Montag neue Videos vom LS Haut Belleror hat, weil, wie gesagt, ich versuche da, oder ich möchte euch da nochmal kurz einen Report geben. Hallo. Allerdings werde ich dann das auch im Livestream auch ein bisschen anders da machen. Wie gesagt, ich habe hier die Möglichkeit, hier das Ganze direkt aufzunehmen, dass man dann quasi da dann die ganzen Videos dann quasi produzieren. Ja, was hat sich denn eigentlich noch für diese Woche alles getan? Muss ich gerade mal ein bisschen ausholen. Gerade mal überlegen, dafür habe ich ja auch um 7 Uhr so schön dafür da, dass man ein bisschen überlegen kann. Ich habe ein bisschen an einem Skript gearbeitet, nämlich ein, wie so ich das nennen möchte, ein Skript für Vollzeitstreamer. Das heißt dann quasi, dass du da ein bisschen dich vorbereiten kannst, worauf immer du verschiedene Themen hast. Und ja, ich sehe es gerne an den Radiomoderatoren. Das ist schon eine feine Sache vor allem. Dafür geht es erstmal einen schönen Dank an Slam Gaming. Wie gesagt, so eine grobe Zusammenfassung. Oder ein Skript, wie man sich da schön, so schön vorbereitet, fand ich gut. Und danke auch an die netten Leute von Content Force. Grüße gehen auch mal raus an euch. Für die tolle Unterstützung, die ihr mir bei dem Meeting da gegeben habt. Und daran bin ich jetzt auch ein bisschen auch am Arbeiten. Wie gesagt, normalerweise würde ich jetzt auch hier über die Aufnahme im Hintergrund noch Musik laufen lassen. Also ein paar Titel von YouTube quasi. Hallo. Guten Tag. Tag. Oh, da draußen wird es ja wärmer. Da muss man ab und zu mal ein bisschen mitspielen mit der Klimaanlage. Nächste Haltestelle, Spielbierstraße. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Vor allem auch wegen den Videos da. Weil ich bin auch da dran, die Thumbnail ein bisschen, die Titelbilder von den ganzen Videos ein bisschen zu strukturieren. Belegt man zwar nicht immer, aber. Hallo. Nächste Haltestelle, Böse Straße. Ja, jetzt haben wir das kleine Problem mit der Klimaanlage. Dass den jetzt unbedingt so reagiert, wie man es haben möchte. Von da aus können wir ein bisschen rasen. Also das macht auf jeden Fall gut. Oh. Grüß Gott, ihr zukünftige Kollegen. Da kannst du wunderbar bremsen.
Genau, alle auf meiner Seite. Ich glaube, ihr habt sie echt nicht mehr alle. Mann, Mann, Mann. So, genau. Also wie gesagt, es gibt auf jeden Fall ein Skript, an dem ich am Arbeiten bin. Und wie gesagt, da werden wir auch dann ein bisschen arbeiten. Also es wird jetzt ein bisschen professioneller. Viel besser vor allem. Und ich hoffe, dass euch dann das auch gerne gefällt. Checkt auf jeden Fall mal mein Twitter-Account ab, Bartholomeus LP. Wer gesagt, unter dem Ad-Zeichen Bartholo89 zu finden. Gerne auch bei mir auf Facebook. Und ja, wie gesagt, auch gerne bei mir auf Twitch. Follower dalassen, Glocke aktivieren. Hey, und ihr kriegt auf jeden Fall eine Benachrichtigung. Wenn Twitch das Ganze auch funktioniert. Wie ich so schön immer sage. Schon eine Minute Verspätung, aber die kriegen wir auch schon wieder aufgeholt mit dem tollen da. So, genau. Wenn ihr Fragen noch zu diesem Bus habt oder noch einige, sage ich mal, Probleme, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Es würde mich einfach mal gerne interessieren, wie das da auf jeden Fall ist. Ob euch der Bus da auch gefällt, also wie gesagt, ich kann mich eigentlich dazu echt mal nicht beschweren. Ich habe sogar mit dem ZF-Getriebe schon ausprobiert. Also wie gesagt, das Ruckeln ist normal. Ich habe hier ein bisschen die Grafik aufgemotzt, dass ich immer ein bisschen das Arbeiten musste, gute. Dafür ist ja eigentlich klar. Wenn wir auch gerade schon beim Computer sehen, ich habe heute Morgen nämlich mal ein bisschen geguckt, was er wegen seiner oder wegen meiner Festplattengröße. Leute, kann ich sagen, da fehlt nämlich viel. 20 GB und das Ding ist voll. Was für eine Bitbill. Ja, dann fahr. KI. Nächste Haltestelle. Nienkampstraße. Grüße von der Hinterachse. Boah, fährst du Scheiße. Die Straße, du fetter Busfahrer. Ja, das unterschreibe ich dir, du Vollpfosten da hinten. Piep. Und da sieht man, dass der, wenn er Gas geben will, ganz schön was am Start hat. Hat der fahren gelernt? 50, mein Freund, keine 30. Ei, ei, ei. Hallo. So, dann gehen wir mal ran hier. Nächste Haltestelle, Sonnenscheinstraße. Ja, bei der Straße würde ich auch mal jedes Mal den Sonnenschein da reinholen wollen. Ja, also wie gesagt, ich werde auf jeden Fall am Sonntag mit euch nochmal Hogwarts Legacy zocken. Und aber heute Nachmittag, wenn dann das ganze Equipment kommt, bin ich erstmal damit beschäftigt. Hallo. Guten Tag. Mich damit zu beschäftigen, dass das auch alles reibungslos läuft. Und
eigentlich richtig fangen, ein bisschen was zu erweitern. Mehringstraße. Dankeschön. Und falls euch auch das Video gefällt, wie gesagt, dürft ihr mir auch gerne supporten, liken, gerne euch auch gerne den anderen empfehlen. Euren Freunden, ne? Die auch so um sie zwei Enthusiasten sind. Weil dann wird mir nämlich auch uns öfters nämlich im Livestream dann nämlich dann auch mal treffen. Montagnachmittag, also wenn alles klappt, möchte ich es versprechen, melden wir uns am Montagnachmittag, werden wir uns am Montagnachmittag quasi dann sehen. Und ja. Aber mich freut es auch, dass so zahlreiche Aufrufe für die Karte Usada mit dem Projekt bei Pavel. Das macht mich richtig glücklich. Ehrlich, wirklich. Auch wenn man dies nicht an meine Stimme hört, aber es macht mich richtig glücklich, dass das so vielen gefällt. Und da merke ich auch ganz klar, ja. Multiplayer-Projekte, das ist halt quasi echt der Hit, dass ich da eigentlich noch mehr ansetzen sollte, möchte. Aber wie gesagt, zeitlich ist vieles da, aber wie gesagt, auch die anderen Projekte, das muss ja auch mal sein. Ob ich jeden Tag ein Video, also eigentlich habe ich es vorgehabt, jeden Tag ein Video mal zu produzieren, oder zu drehen, aber ist wirklich so, da muss wirklich die Zeit dafür da sein. Auch jetzt in dieser Woche sollte ja eigentlich auch vom Spezialtransport was kommen. Tada, was sieht man, kam hier auch nichts. Ja. Weil ich, wie gesagt, da bisschen was ausprobiert habe, ja. Haben uns ja eine große Glocke hängen. Also ja, definitiv habe ich mir auch in der Woche mal 2 Tage Auszeit geholt. Vielleicht habt ihr auch bei Pavel bekommen, dass er auch morgens, dass er auch die Woche krank gewesen ist. Deswegen war er auch nicht im Stream oder war im Stream. Aber hat ihn dann vorzeitig beendet. Deswegen hoffen wir, oder hoffe ich zumindest, dass wir... Bitteschön. Dass wir uns da auf jeden Fall nächste Woche sehen. Quasi von Sonntag auf Montag. Nächste Haltestelle. Schwedenstraße. Damit. Ich bin als Tourist hier. Also es freut mich aber, wenn sie unsere Stadt besuchen. Muss ja auch mal sein. So. Nächste Haltestelle. Scheibeweg. Da wollen sie alle raus, ha? Huh? So. Und dass wir da keine erwischen. Wunderbar. Machen wir jetzt auch hier. Das kann sie. So, dann wisst ihr auf jeden Fall aktuell Bescheid. Ich werde jetzt danach noch eine kleine Folge aufnehmen für den Samstag. Und wir sehen uns dann später wieder.